Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14 Ultimate Team. Ja, wie ihr seht, habe ich ein bisschen an meiner englischen Mannschaft gearbeitet. Die einzigen, die noch dabei sind, sind Kocherny, Carrick, Sanja und Hart. Ich habe mir zum Beispiel Vermaelen, Ashley Cole, Eriksen, Fellaini, Walcott, Benteke und Tarabat geholt. Habe aber mit der Truppe trotzdem nicht gerade viele Spiele hier. Ihr seht, Carrick mit gerade mal 9 Spielen. Hier er gerade mit seinem 10. auch mit 9. Also so oft habe ich mit der Truppe noch nicht gespielt. Aber trotzdem die Mannschaft macht Spaß. Leider kann sie nicht spielen, weil Fellaini auch, weil Kocherny ausfällt wegen einer Beinverletzung. Nee, Knieverletzung. Kann er nicht spielen. Ein Spiel lang und deswegen müssen wir mit unserer deutschen Mannschaft spielen. Da hat sich im Grunde gar nichts verändert. Nur auf der Bank habe ich einen neuen Spieler und zwar ihn hier, André Schürrle. Da habt ihr ihn gerade gesehen. Der hat auch gar nicht mal so schlecht gespielt. 2 Spiele, zwar kein Tor, aber trotzdem richtig gut gespielt. Aber leider kann die Mannschaft ihn nicht leiden. Da habe ich 2 Spiele mit Schürrle gespielt. Beide habe ich verloren. Und dann habe ich Savo Cucci wieder zurückgebracht und zack, gewinne ich mit 7:1. Wer kann diese Truppe verstehen? Naja, egal. Wir spielen Online-Saison. Ich habe übrigens ein Spiel der Online-Saison gespielt schon, wie ich gesagt habe, mit Schürrle. Und das haben wir leider mit 4:2 verloren. Habe übrigens den Titel gewonnen in der 6. Liga. Und nun heißt es für mich 10 Punkte Klassenerhalt in der 5. Liga. Diese 4:2 Niederlage war auch absolut verdient. Ich war da absolut unterlegen. Aber es war auch ein absolutes Lag-Spiel. Ah ja, noch meine Statistik. Nein, ich will hier zurück. Hier, ihr seht, 26 Siege, 19 Unentschieden, 20 Niederlagen, 110:87 Tore, 54% Ballbesitz, 80% Passgenauigkeit. Also Tore schieße ich wie aus Eimern. Nur, naja, manchmal klappt es nicht. Aber egal, wir sollten uns nicht davon unterkriegen lassen. Wir brauchen einen neuen Gegner. Die Truppe kann spielen. Ah, Großvertrag läuft aus. Ich habe mir übrigens auch ein Pack gegönnt, weil es gibt ein geiles Ultimate, also ein geiles Team of the Week mit Zlatan Ibrahimovic und Eden Hazard. Da habe ich mir zwei Packs geöffnet und dem einen war Abate und dem anderen El Sharabi. Also richtig geile Packs. Abate habe ich nicht so viel verkauft, aber Dingenskirchen El Sharabi ging für 17.000 weg, also absolut geil. Nun gucken wir mal, auf wen wir treffen. Alle mit Basic. Und eine italienische Mannschaft. Ja, mit Marchetti, der ist ein guter Tower. Ein Silberspieler. Ja, die Silberspieler darf man noch mal nicht unterschätzen. Aber Higuain und Gomez im Sturm. Na, das ist doch mal ein Todessturm. Egal. Wir sollen uns davon nicht unterkriegen lassen. Wir wollen den ersten Sieg in Liga 5. Aber ich habe schon gehört, dass die 5. Liga extrem knackig sein soll. Na, egal. Los geht's. Bis check. Gleich mal mit der ersten Szene. Das ist das erste Spiel, wo Husch in der 5. Liga dabei ist. Also, vielleicht wirkt er wieder was anderes. Gomez. Gomez. Staro auf Toni Kroos. Verliert er. Also der hat schon eine gute Truppe. Möchte ich auch erwarten von einem 5. Liga. Schönste Spiel vorher stehen, ne? Ja. Oh, überhaupt. Was macht Bruno? Was macht der denn da vorne? Und trotzdem gewinnt er? Adler halt. Oh, Adler, was machst du denn? Bist du bekloppt, ey? Der lässt den zweimal nach vorne abprallen. Ist der denn noch das Wahnsinns? Wie kann ich den Ball denn zweimal nach vorne abklatschen lassen, ey? Nein, Bruno.
bin kein super FIFA-Spieler, also von daher kann ich auch locker mal verlieren. Dieser schwere Punkt groß. Wo kommt die Flanke denn hin? Also Toni, das kannst du viel besser. Der hat schon 40 Torbeteiligungen in 46 Spielen. Bei dem, wo wir gesprochen sind. Ah, jetzt kommt er wieder mit seinem Grün. Er hat echt geilen Sturm. Grüne Scheiß. Wer auf meinem alten Kanal das LP von Arsenal London gesehen hat, der weiß, wie stark dieser Ibrahim ist. Den hat man drin in der Mannschaft. Mal hier von Real Madrid geholt für 27 Minuten. Spielt er bei Napoli. Baker. Deswegen haben sie ihn nicht mehr gebraucht. Auch wenn Morata als zweiter Stürmer ein bisschen komisch ist. Bei Barcelona, bei Real Madrid. Gibt ja auch bald das Klassiker, ich glaube, dieses Wochenende. Da gibt es bei FIFA Ultimate Pokal. Da kannst du, da brauchst du entweder einen Real Madrid-Spieler oder einen Barcelona-Spieler. Den kannst du bei diesem Pokal mitmachen, habe ich aber leider nicht in der Truppe. Weder in der englischen noch in der deutschen Mannschaft. Geschick. Und rein. Draxler. Nein. Komm. Heftet euch. Nein. Bastard. Das müsste irgendwann kommen. Natürlich durch Gomez. Der hat bei mir in 25 Spielen 28 Torbeteiligungen. Also das ist absolut genial, der Gomez. Dann chippt der Assi den Ball auch noch. Ist das ein dreistes Schwein? Ja, die Liga 5, die ist auch brutal schwer. Na, schnell. Zieh. Und jetzt rein damit. Auf Gomez. Aber zweiter Versuch. Gustavo. Dann nochmal Gustavo. Das gibt's doch gar nicht. Scheiß Konstanz. Eigentlich sind die Verteidiger von Italien so übelst schlecht. Naja. Chiellini mal ausgenommen. Na, eigentlich sollte der Ball daraus zu verfahren. Genau, und dann wieder zurück, aber wenigstens eine Ecke. Aufgepasst, das macht groß. Wer kann's? Nein, nicht geklappt. Verfahren hast du. Save it. Ja, komm. Gomez. Gomez. Also mein Kumpel hat nicht gelogen. Die 5. Liga ist echt brutal schwer. Der ist da schon zweimal drin gewesen und ist zweimal abgestiegen direkt. Also. Und der hat eine richtig gute Mannschaft. Eine italienische und eine englische Mannschaft. Und der hat nämlich öfter spielt. Und diese englische Mannschaft hat echt was drauf. Da ist auch Benteke drin. Bräune und Schöle. Und der ist auch gar nicht schlecht. Und sogar noch ein Ticken stärker als ich. Gegen ihn wird es auch mal irgendwann ein Spiel geben. Hier bei Ultimate Team. Birne. Adler. Und Gomez. Nein! Hummels. Und Hummels wieder. Hummels, wunderbar. Durchspiel. Groß. Auf Gomez, ja. Gomez, komm. Ah, der hat eine gute Truppe. Ohne Scheiß. Ja, was? Was für ein Blackout von Schmelle und von dann. Von Bischof, ey. Ja. Schmelle, absoluter Facepalm. Also Schmelle hat ja komplett das Abseits aufgehoben. Was macht denn der? Natürlich will der versuchen, Higuain zu halten, aber er sieht doch, dass Gomez klar im Abseits stehen würde, wenn er Higuain nicht mehr decken würde. Klarer Fehler von ihm. Alle spielen auf Abseits, nur schmelzt er nicht. Unfassbar. Nein. Ach, die
Das Ding auf Schnauze. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, Leute, aber das ist eine Kiste, die geht auf Schnelle. Na, ich muss jetzt mal ein bisschen auf Offensiv stehen. Ich liege schon wieder 2:0 zurück, ey. Kann ja nicht angehen. Davon. Genau, danach spielen wir mal mit meiner englischen Mannschaft. Uah. Pause. Na, wir liegen 0:2 zurück wegen Schmelle. Wir hätten hier nur 1:0 zurückliegen können, aber was macht Schmelle da? Na, der ist trotzdem recht damit. Ja, mussten die ansehen? Ah, ich hasse das, wenn die Leute sich hier immer zu die Wiederholung angucken. Kann ich gar nicht sein. Also wer hier in die 5. Online-Liga kommt, Leute, ja, da erwartet euch was. Wer hier durchkommt durch die 5. Online-Liga, der hat von mir einen großen Respekt. Also wer von euch wirklich in der Online-Liga dort spielt, in der 4. Online-Liga, der hat von mir einen großen Respekt. Weil der diese Liga hingestanden hat. Die ist wirklich gut bekannt. Aber wenn Weihnachten ist, dann wird das Spiel sowieso wieder weiter. Und Kroos! Und dann werde ich, denke ich mal, diese Mission geschafft haben. Wenn ich in die 4. Online-Liga hochgespielt habe. Na, ich denke mal nicht, dass ich hier den Klassenerhalt schaffe. Also wenn ich den Klassenerhalt schaffe, dann klopfe ich mir selbst auf die Schulter, Leute. Mal der Gegner, den ich vorher hatte, der hatte auch schon so eine richtig starke Gruppe. Ja, wo ist die? Komm. Wo ist die? Da? Oh, da hat sie mit sich gelegt in dem Spiel. Schmelzer! Oh! Mama Kitty. Nein, Schmelli! Das ist nicht dein Spiel, Junge. Achso, aber let's go. Ach, das ist nicht das Spiel von Schmelli. Ohne Scheiß, jetzt Draxler! Ja! Marchetti. Der Marchetti ist gut, der ist richtig, richtig gut. Von... schlecht, aber der ist auch gut und dann macht die Draxler 61. Minute, nur noch 1:2, alles wieder offen, Freunde, wir sind wieder im Spiel, dann Draxler, gutes Ding, Julian Draxler. Wo ist der? Bei mir Viererpack geschossen, lass mal, sind die Spieler bei mir irgendwie verfetzen. Nein. Ja, Fafan. Und bitte. Mach ihn. Komm es! Oh, den hätte ich annehmen können. Ah, scheiße. Ja. Shit. Den hätte ich sogar noch auf Wurschti legen können. So frei wie der stand. Ah, haben wir versemmelt die Situation. Nein! Boah! Hummels, super! Geile Aktion, Mats Hummels. Also Hummels ist der absolute Abwehrchef in der Mannschaft. War er schon letztes Jahr. Da war sein sein Mannschaftskollege Chimini-Freund. Ziel. Ja! Elfmeter! Es gibt Elfmeter! Ich bin besser geworden. Oh Gott, Elfmeter, Freunde. Schauen wir mal, ist es korrekt oder... Eieieiei. Strittig. Komm, Papa, machst du. Und er trifft! Jefferson, Fafan, zweiter Elfmeter, zweites Tor.
Jefferson verfahren! 2-2! Alles wieder offen, Freund! Alles wieder bei 0! Verfahren ins Glück! So, jetzt wird er auch aufgeglichen stehen. Mach weg die scheiß Anzeige, ich muss gucken, ob ich ausgeglichen habe. Nein. Boah! Gomez, nein, verloren. Und jetzt weiter zu Draxler. Draxler. Und Gustavo! Und wird die Schöpfung, komm. Guck mal, das Spiel komplett. Komm, verfahren. Nein, der Ball ist... Oh, Mann! Das hasse ich, wenn die Spieler den Ball nicht aufhören. Nein. Nein! Wieder kommt er mit dem Ball. Und Gomez. Musti. Nein, Gomez. Und Hummels. Und direkt weiter. Und der Pass kommt an, ist das genial! Und dann steht in der Mitte keiner! Nein, was macht er denn? Boah, ich wollte den Ball wegschlagen. Mit Anlauf. Dann ist Gomez. Ist der aber? Groß. Ist die? Ist die? Zieh doch. Nein. Nein, jetzt kommt er mit dem Ball. Warum blockt Piszczek ihn nicht zu? Warum stellt Piszczek ihn nicht zu? Dann lässt Piszczek ihn ziehen, das kann doch nicht sein. Mensch, Lukas. Und will er ihn in der 85. Habe ich schon vorhin kassiert. Da habe ich auch mit 2-1 verloren, weil ich ein Gegentor in der 85. Minute kassiert habe. Genau so. Ja. Ja, nein, der Pfosten. 11 Meter, komm. Nochmal. Der wurde doch im Strafraum gefordert, oder? Nein, ich weiß nicht, wo ich hinpassen sollte. Groß war gedeckt. Schmelzer ist gerade am Hinfliegen. Nein, Hummels, jawohl. Und nach vorne. Löst doch dich von ihm, Junge. Gustavo, zieh, 2 Minuten. Wieso nur? Verfahren. Nein, come on. Nein, der Ball landet bei ihm. Hummels. Nein, abgewehrt. Draxler, nein, warum holst du ihn in der Mitte? Das gibt es doch gar nicht. Das ist doch der Wahnsinn. Absolut unverdient. Absolut unverdient, ey. Ich hab einen Punkt verdient. Unverdient wie Sau. Da, die Statistik. Die Statistik, Leute. Guckt sie an. Unverdient wie Sau. Zweite Niederlage, unverdient. Gott, wirkt. Im nächsten Part spielen wir dann mit unserer englischen Truppe in der 5. Liga und versuchen dann endlich den ersten Punkt aus der Liga mitzunehmen. Also dann bis zum nächsten Mal, Leute, und ciao.